Bill? Sein Vater verteilt doch die Flyer. Waren Sarah und Toni ein Paar? Ach, nein. Toni, naja, der ist anders. Anders? Was heißt anders? Naja, sie sind in eine Klasse gegangen, sie waren Freunde. Ja, aber was heißt anders? Was wollen Sie? Ich will alles über Sarah erfahren, alles. Wer sie war, mit wem sie ihre Zeit verbracht hat. Wer sich von ihr abgelehnt fühlte, ob es jemand gab, der sie nicht mochte, alles. Ich will Ihnen etwas zeigen. Kommen Sie. Wir sind langsam zum Gnadenhof geworden. Schon als Kind hat sie jedes Tier angeschleppt, das irgendwie verwahrlost, ungeliebt oder halbtot war. Hier, unser Hund, war bissig, unberechenbar. Sollte eingeschläfert werden. Sarah hat ihn hergeholt. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Daran hat sie geglaubt. Und Sie? Glauben Sie das auch? Wäre Wolf in Sicherheitsverwahrung geblieben, würde er meine Tochter noch leben? Ich will doch keine Rache oder so. Das würde meine Tochter nicht wieder lebendig machen. Eigentlich will ich auch gar nicht wissen, wer es war. Nur, warum? Warum? Ich will auch nur wissen, warum. Ja. Ich auch. Wolf ist heute entlassen worden. Wie entlassen? Ja, was soll ich dem Staatsanwalt sagen? Wir haben keine Beweise, kein Geständnis, kein Zeugen, kein dringender Tatverdacht. Ist doch nur Scheiße. Die Leute sind so aufgebracht, wenn da jetzt die Stimmung kippt. Also, wenn er mich fragt, Wolf war es sowieso nicht. Ach, und wie kommst du bitte darauf? Aus mehreren Gründen. Erstens, Sarah hat Ulrich Wolf einen Job angeboten, als Starthilfe, ein neues Leben. Wow, das ist mutig. Nee, ist einfach nur leichtsinnig. Was war's denn, hä? Küchenhilfe, Putzfee? Er sollte die Türen und die Fenster in ihrem Haus erneuern. Wolf ist Schreiner. Er hat die Chance aber nicht ergriffen. Er war nur einmal bei ihr und dann nie mehr. Die Mutter hat später den Lohn abgeholt. Zweitens. Ja, und? Was soll das beweisen? Weißt du, was mich nervt? Du hast dir doch deine Meinung schon längst gebildet. Ohne einen Funken von Objektivität. Darf ich denn jetzt nicht mal verdächtigen, weil dir das nicht objektiv genug ist, oder was? Du musst es jetzt nicht verkleinern, was ich gerade gesagt habe, nur damit du es verstehst. Also, ich muss Jana recht geben. Was? Ja. Ich habe mir Wolfs vorher noch mal angeschaut. Auf mich wirkt er ehrlich. Ehrlich? Der Mann ist also ehrlich, ja? Und so höflich, oder? Grüß dich, Mensch. Ein netter Zeitgenosse! Mensch, du, denk doch mal nach, bevor du redest. Das war jetzt gerade nicht sehr souverän von dir. Das ist Ulrich Wolf. Das ist Ulrich Wolf. Das ist Ulrich Wolf. Zimmer Perst, hat er richtig? Ja. Ich war damals neu, der Hiwi. Musste all die Jobs machen, die sonst keiner machen wollte. Also sollte ich bei Wolfs letztem Opfer im Krankenbett sitzen, warten, bis sie aufwacht, um ihre Aussage aufzunehmen. 10 Tage. 10 Tage und Nächte bin ich da gesessen und habe in dieses Gesicht geschaut. Und dann hat sie aufgewacht. Und weißt du was? Die hat versucht zu lächeln, aber es ging nicht. Jana? Kann sein, wir haben ein Foto vom Täter.
12.07.23:08 Uhr. Tatnacht. Kriegst du es heller? Ich versuch's gerade. Also, ich habe mehrere von diesen Kameras an den verschiedensten Stellen im Wald platziert. Und immer wenn ein Vogel jetzt auffliegt, löst sie aus. Und Sie sind Ornithologe? Ach, was meinst du? Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Viktor Kirsch. Winter. Aber Sie haben recht. Vögel sind tatsächlich meine Leidenschaft. Sie können sich vorstellen, wie überrascht ich war, als ich plötzlich diesen Riesenvogel entdeckt habe. Ich meine, wer geht schon Mutterseelen allein nachts im Wald spazieren? Ist doch merkwürdig. Mhm. Verdächtig, fand ich. Deswegen bin ich auch sofort zu Ihnen. Ja, dafür sind wir wirklich dankbar. Aber jetzt können Sie gehen. Dankeschön. Das war's dann schon. Ja, ja, da gehe ich jetzt, wenn Sie meinen. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Das sollten Sie behandeln lassen, wenn Sie Ihren Daumen weiterhin bewegen wollen. Ne? Ist doch Blödsinn. Ich bin Arzt. Darf ich mal sehen? Oh, ein Arzt im Haus. Das ist doch mal Glück haben, oder? Ja, Glück im Unglück. Das ist was ganz anderes, du. Darf ich fragen, wie das passiert ist? Schwarze Katze, das ist passiert. Schaut mal. Oh, und wer ist das? Sieht aus wie eine Strumpfmaske. Ihr postiert euch vor dem Haus von Ulrich Wolf. Ich will wissen, wann er geht, wann er kommt, was er dazwischen macht. Könnt euch abwechseln. Was? Nee. Ich mache für niemanden das Kindermädchen. Ich ermittle in einem Mordfall. Hamm fängt an. In Schleswig wurde der Sexualstraftäter Ulrich W. heute Morgen wegen Mangel an Beweisen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei hat bislang weder einen neuen Tatverdächtigen vorzuweisen noch eine Spur. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Sie haben Wolf wieder rausgelassen. Ja. 80%, ganze 80% der Sexualstraftäter werden rückfällig. Wussten Sie das? Und deswegen ist Ulrich Wolf schuldig? So einfach ist das? Einfach. Einfach ist es uns zu verurteilen, wenn man schön sicher weit weg wohnt. Dieser Mann ist eine tickende Zeitbombe. Sie sind auch eine tickende Zeitbombe. Je länger Sie hier bleiben, umso strafbar machen Sie sich. Alle mal herhören. Versammlungen im unmittelbaren Bereich dieses Wohnhauses sind strengstens untersagt. Das sage nicht ich, sondern das Oberlandesgericht. In 5 Minuten sind Sie hier weg, und zwar alle. Gut, pass auf, wir stellen uns das. Ist das wahr? Nee. Aber sonst gehen die nie weg. Markierst du etwa? Quatsch. Kräuterzigarette. Will mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Risikominimierung. Schwarze Katze, hm? Du riechst wie eine Hanfplantage. Dein Rasierwasser ist auch nicht der Bringer. Mhm. Bitte. Mädels, komm mal mit. Komm jetzt mit. Auch noch der Postbote. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Das sind meine Mädels. Maike, meine Frau, sie ist im 7. Monat. Und Charlotte, Klassenbeste. Und Merle, unser Wildfang. Komm, sag dem Kommissar mal guten Tag. Ein bisschen schüchtern. Na, mit links, die andere ist kaputt. Hallo. Wolf steht auf Blondinen. Wussten Sie das? Fast alle seine Opfer waren blond. Welche wird er sich wohl aussuchen, hm? Was meinen Sie? Keine Sorge. Der ist bald wieder hinter Schloss und Riegel. Okay? Wir sind auf Ihrer Seite. Was war das? Wie kommst du dazu, sowas zu versprechen? Wir wissen ja noch gar nicht. Das war kein Versprechen, das ist eine Prophezeiung. Der ist bald wieder hinter Schloss und Riegel. Und weißt du warum? Weil er dahin gehört. So einfach ist das. Ach, die gehen schon wieder. Wenn sich das beruhigt hat, dann ist das Ding so langweilig. Irgendwann lachen wir darüber. Ja. Hast du deine Tabletten genommen?
Hör auf damit. Du sollst damit aufhören. Hör auf damit! Aufhören! Bist du jetzt zufrieden, ja? Also die hier braucht nur 13 Millisekunden, um auszulösen. Mhm. Ja, neulich in der späten Dämmerung, da habe ich einen Auerhahn erwischt. Wunderschöne Fotos. Ja, das sind ja herrliche Tiere. Bei der Balz, ne? Leider bei uns in Europa vom Aussterben bedroht. Schauen Sie, und hier integriert meine Lichtreflexschranke. Also das Neueste vom Neuen mit gepulstem Infrarotlicht. Staunen Sie was? Das staune ich sehr. Danke. Darf ich? Bitte? Das heißt, unser Mann muss in dieser Richtung. So. Ja. Das könnte hinhauen. Ja. Darf ich Sie was fragen? Ja. Glauben Sie, es war Ulrich Wolf? Wir beide wollen jetzt nicht spekulieren, oder? Das überlassen Sie mal mir und meinen Kollegen. Ja, verstehe, verstehe. Ich meine ja nur, es wäre nicht gut, wenn die Leute dieses Foto sehen würden. Das würde die Stimmung doch unnötig aufheizen. Und dieser Wolf, der hat ja schon genügend Probleme, denke ich. Allerdings. Wo geht's da hin? Da geht's zum Haus von dieser Sache. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Ach, das freut mich. Immer wenn Sie Hilfe brauchen. Ja, oder Ihr Kollege sich wieder was tut, Sie wissen schon. Ja. Von wegen Pechsträhne, schwarze Katzen. Hier, meine Praxis. Adresse habe ich. Augenstern, ich musste weg.
Gestern Morgen waren Sie nicht hier, um die Post abzuliefern. Sie und Sarah hatten eine Affäre, stimmt's? Was haben Sie eben gesucht? Haben Sie was in den Ohren? Gut, dann bringe ich Sie zu Ihrer Frau. Die wartet sicherlich schon beim Abendbrot auf Sie. Das Tagebuch. Sie wollten das Tagebuch haben, weil da Ihr Name drin steht. Es ist weg. Ulrich Wolf war das. Er hat sie getötet und jetzt sitzt er gemütlich in seinem Wohnzimmer und liest ihr Tagebuch, das perverse Schwein. Wir glauben eher, dass es sich um einen Nachahmungstäter handelt. Nein. Nein, was? Ich war das nicht. Wussten Sie eigentlich, dass die meisten Morde im Rahmen der Liebe begangen werden? Eifersucht, gekränkte Eitelkeit, Angst vor Aufdeckung. Erst an zweiter Stelle kommen Habgier und dann Rache. Das ist interessant, oder? Ich war doch nicht der Einzige, der in Sie verliebt war. Jana, da bist du ja. Jessen, komm mal. Wo warst du denn so lange? Ich hatte zu tun. Hier, Liebesbriefe. Liebesbriefe an Sarah Rosenfels, die nie bei ihr angekommen sind, da ihr Liebhaber zufällig der Postbote war, der sie eifersüchtig einbehalten hat. Ach, die sind ja dazu. Ja, Briefgeheimnis. So viel Anstand hat er noch. Hier. Das ist Beweismaterial. Also komm. Mein Gott, Jessen. Mach doch mal auf. Okay. Ah, bevor ich es vergesse, ganz wichtig. Die Tablette hier muss morgen unbedingt ins Labor. Erklärung kommt später. Also das sind alles Briefe an Sarah? Ja. Und die wusste nichts von dem Verlierer? Wahrscheinlich nicht. Jansen, der Postbote, hat sich stillschweigend gehortet. Und was ist mit dem? Den habe ich verhört und dann habe ich ihn gehen lassen. Du hast was? Ich habe ihn gehen lassen, er war es nicht. Ich habe ihn am Tatort erwischt. Auch. Also du schreibst jedes Mal mit A. Mhm. Ich bin sprachlos. Ja, lies doch mal vor, was schreibt er dann? Bist fremd und gleichzeitig vertraut. Siehst du mich nicht so wie ich dich? Hab tausendmal dich angeschaut. Jana? Hab tausendmal dich angeschaut. Hier, Toni Seidel. Ich glaube, er war in Sarah verliebt. Ach, der auch. Die kannten sich aus Kindertagen. Hab tausendmal dich angeschaut. Ausflug? Nee, nee. Wir schleppen Proviant und Zeugs für ihre Männer vor Wolfs Haus. Eine Bürgerinitiative gegründet. Notwehr nennen die sich. Ja, ist schon was Feines, so ein gemeinsamer Feind, hä? Frau Seide? Winterhamm, Kripo Schleswig. Sie wollen zu meinem Mann? Nein, wir sind eigentlich wegen Ihres Sohnes hier. Toni? Ich weiß nicht, ob der da ist. Ja, können Sie vielleicht nachschauen? Wir möchten ihm nur ein paar Fragen stellen über Sarah Rosenfels. Moment. Sie war seine beste Freundin. Eigentlich die einzige. Mein Sohn ist sowieso ein Eigenbrötler, aber seit Sarahs Tod. Das ist ganz schlimm. Er ist nur noch da in seinem Schuppen. Und haben die beiden sich das letzte Mal gesehen? Das ist es ja. Sie haben gestritten vor ein paar Wochen. Seitdem war Funkstille. Hier ist er nicht. Ich habe Angst, er muss wieder in die Klinik. Was für eine Klinik? Er ist in Behandlung bei einer Psychologin. Wegen seiner Wutanfälle.
Manchmal ist auch eine Mutter einfach überfordert. Und was ging's denn bei dem Streit? Als wenn er mir das erzählen würde. War Toni in Sarah verliebt? Jana, das musst du dir anschauen. Ihr Sohn ist ja ein richtiger Künstler. Ja, aber ich glaube, es wäre ihm nicht recht. Er kann wirklich sehr wütend werden. Entschuldigung, aber andere Frage. Hat Ihr Sohn eigentlich einen Computer? Nein, mein Mann hat einen, den benutzen wir alle. Mhm, kann ich den mal sehen? Was ist hier los? Was soll das? Sie wollen nur mit Toni sprechen, wegen Sarah. Es ist alles okay. Gar nichts ist okay. Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe, ja? Kümmern Sie sich lieber um Ulrich Wolf, bevor es das nächste Opfer gibt. Wir gehen ja schon. Warum lässt du die denn überhaupt rein? Wie dämlich kann man denn sein, wie bescheuert? Anton! Anton! Schnell habe ich nicht mit Ihnen gerechnet. Bitte. Danke. Ist das Ihre Frau? Meine Ex. Sie hat mich verlassen, nicht ich Sie, das zu Ihrer Information. Tja, das Kind auf Ihrem Arm, das ist übrigens mein Sohn. Der wollte ja auch zur Polizei. Aber nur, weil man dort eine Waffe trägt. Deswegen bin ich auch hin. Ach, tatsächlich? Ja. Und warum tragen Sie dann keine? Was? Ach du Scheiße. Das ist meine Waffe. Oh Mann, ey, die muss mir beim Sturz. Was ein Pechvogel. Toni heißt Anton. Ah, wie Anton. Die beiden hatten sich gestritten. Er war so wütend auf Sie, dass er das Gesicht zerstört hat. Er ist jetzt wieder in die Klinik eingeliefert worden. Es war heftig, Brauner. Du bist zu spät. Ich habe eine lange Nacht hinter mir. Ja, gerade dann sollte man pünktlich sein. Guten Morgen, Jana. Guten Morgen. Ich habe jeden Einzelbrief gelesen. Ich dachte, vielleicht verrät er sich in irgendeiner Zeile. Aber nichts. Bis auf diesen Brief hier. Er ist irgendwie anders als die anderen. Ich weiß es, das mit dem verheirateten Mann. Ich dachte, du bist anders. Achtung, jetzt wird's derb. Aber du bist auch nur eine ganz gewöhnliche Fotze. Du hast mich auch so enttäuscht und so weiter. Er wusste von der Affäre mit dem Postboten, darum. Gut. Ich fahre jetzt zu Toni in die psychiatrische. Psychiatrische? Ja. Komm mit. Das musst du nicht. Doch. Musst du nicht. Euer Anzug? Ja. Sehr möglich. Als ich Sie das letzte Mal gesehen habe, da war Sie ja Patientin hier in der Klinik. Jetzt hat sie sozusagen die Seiten gewechselt. Psychologin. Freust du dich, Sie zu sehen? Ich schon. Aber ob Sie sich freut? Gibt Dinge im Leben, an die möchte man nicht unbedingt erinnert werden. Der kleine Polizist ist groß geworden. Sie aber auch. Und jetzt steht Ihnen. Wow. Ja, Sarah Rosenfels. Sie war so alt wie ich damals. Und Sie glauben, es war Ulrich Wolf? Ja. Wir wissen nicht, wer es war. Wissen Sie, wie ich Wolf kennengelernt habe? Nein. Ich habe ein Praktikum gemacht, in dem Krankenhaus, wo er gerade behandelt wurde. Ich hatte eigentlich nichts mit ihm zu tun. Nur in der Cafeteria sind wir uns häufiger über den Weg gelaufen. Er hat mich nie angesprochen oder so, er hat überhaupt mit niemandem gesprochen. So ein trauriger Mensch, habe ich immer gedacht. Also habe ich ihn auf einen Kaffee eingeladen. Ich wollte einfach nett sein. Danach kam er nie wieder in die Klinik. Warum er später in meine Wohnung eingebrochen ist, mich halbtot geprügelt und vergewaltigt hat? Tja,
Keine Ahnung. Aber Sie sind wegen dem Jungen hier, Anton Seidel. Richtig. Kommen Sie mit. Und warum macht er das? Er wollte sein Messer haben zum Schnitzen. Wenn Anton Stress hat, dann schnitzt er eben. Aber aus gegebenem Anlass können wir ihm natürlich kein Messer in die Hand drücken. Und dann macht er immer... Toni hat das Asperger-Syndrom. Ach, er ist Autist? Milde Ausprägungsform. Ich glaube auch nicht, dass es ein Suizidversuch war. Ein Hilfeschrei eher. Menschen wie er brauchen Sicherheit, Beständigkeit. Er leidet wahnsinnig unter dem ständigen Streit seiner Eltern. Und unter Sarahs Tod. Darüber spricht er leider nicht. Können Sie sich vorstellen, dass er das geschrieben hat? Ja, möglich. Dann können wir jetzt mit ihm sprechen. Das geht noch nicht. Aber wenn er soweit ist, dann... Rufe ich Sie an. Ihre Nummer habe ich ja jetzt. Tschüss. Tschüss. Kann ich mit Ihnen über Ulrich Wolf noch mal sprechen? Klar. Was denken Sie als Psychologin über ihn? Ich rede jetzt nicht von Gutachten oder sowas, sondern einfach nur, wie weit kann er heute ein anderer sein? Ach, wissen Sie, es gibt den klugen Satz. Niemand weiß, woher das Böse kommt und wann es wieder geht. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die nicht therapierbar sind. Ob Wolf dazu gehört, dazu kann ich leider nichts sagen. Er sieht aus wie sein Vater, als er jung war. Wie? Sie kennen Lothar Seidel? Ich möchte Ihren Mann sprechen, bitte. Mein Mann ist nicht da. Schon lange nicht mehr. Also er ist anwesend, aber er ist nicht da. Sie waren ein Paar damals, Lothar und Selma Perstotter. Und dann hat er Sie kennengelernt. Wir haben uns verliebt. Kann man doch nichts für, wenn man sich verliebt. Aber er wollte es ihr nicht sagen. Er hat sich nicht getraut. Also haben wir uns heimlich getroffen. Auch in der Nacht, als Selma Perstotter vergewaltigt wurde. Das hat er sich nie verziehen. Und mir auch nicht. Wo finde ich ihn? Hey, geht's noch? Herr Seidel, kommen Sie mal bitte. Sie haben auf Ihrem persönlichen Rachefeldzug eine Person aus den Augen verloren. Ihren Sohn. Ja, was wissen Sie denn von meinem Sohn? Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Sohn Ihre Obsession übernimmt? Sie kreieren ein Klima des Hasses und der Aggression. Und dem ist Ihr Sohn täglich ausgesetzt. Wir glauben, dass Ihr Sohn Briefe geschrieben hat an Sarah. Sehr bedrohliche Briefe. Passen Sie mal auf, Sie Superkommissarin. Mein Sohn schreibt keine Briefe, der ist Legastheniker. Es gibt Schreibprogramme, die auch Legasthenikern helfen. Sie müssen aufhören mit dem Ganzen, sonst eskaliert das. Moment, Sie verwechseln da was. Er ist der Täter, nicht ich. Ja, sind Sie sicher? Sind Sie nicht auch Täter? Dummer Jungstreich, sonst nichts. Ole? Ich habe einen schlechten Empfang. Sekunde.
Wir haben eine Festnahme. Hörst du mich jetzt? Ja, es ist Friso Jansen. Das glaube ich nicht. Er war es, Jana. Wie kommst du darauf? Ich hatte mir überlegt, was ist, wenn er die Briefe selber geschrieben hat und sie dir dann gegeben hat, um von sich selbst abzulenken. Ein erfundener anonymer Verehrer. Also dachte ich mir, checke ich mal das Handy, von dem aus der Notruf ausging. Wie lange es dort eingeloggt war. Und bingo. Friso Jansen war schon geschlagene 2 Stunden in Sarahs Haus, bevor er den Notruf getätigt hat. 2 Stunden? Das gibt's überhaupt nicht. Und wie äußert er sich dazu? Gar nicht. Er schweigt konsequent. Und das ist alles, was ihr rausbekommen habt? Das ist doch eine ganze Menge, was der Kollege Jessen recherchiert hat. Dass seine Frau nichts von der Affäre mitbekommt, das scheint seine einzige Sorge zu sein, nicht zu fassen. Das glaube ich nicht. Sie fahren also nachts heimlich zu ihrer Geliebten, finden sie. Blutüberströmt und mehrfach vergewaltigt. Und statt den Rettungswagen zu rufen, warten sie. Geschlagene 2 Stunden. Warum? Sie warten also, bis der Morgen graut. Dann erst machen sie den Notruf, weil dann beginnt ihr Dienst als Postbote. Bitte. Äußern Sie sich jetzt dazu. Man nennt das unterlassene Hilfeleistung. Soweit war ich auch schon. Ich dachte, sie ist tot. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Sie lag da. Völlig bewegungslos und überall Blut. Und ich dachte. Ja. Sie hat aber noch gelebt. Und wenn der Notarzt früher eingetroffen wäre, würde sie immer noch leben. Was ich nicht verstehe, wie kann man denn 2 Stunden neben einem geliebten Menschen sitzen und nicht merken, dass er noch lebt? Ich habe nicht neben mir gesessen. Ich habe sie da liegen sehen. In ihrem Blut. Ich hab das nicht ausgehalten. Ich bin sofort wieder rausgegangen. Ich hab doch gedacht, sie ist tot. Er war noch da. Bitte? Ulrich Wolf war noch da, als ich kam. Sie haben Ulrich Wolf dort gesehen? Nicht direkt. Aber als ich die Straße hochfuhr zu Sarah, da war in ihrem Haus irgendetwas. Licht ganz kurz und dann wieder so Blitze, wie ein Lichtgewitter. So, als ob jemand das Licht an- und ausknipsen würde, ganz schnell. Vielleicht, ja. Er ist noch nicht so weit. Sie werden keine Antworten bekommen. Wir müssen aber mit ihm reden. Wir haben auch keine Zeit mehr zu verlieren. Glauben Sie denn, dass er zu so einer grauenhaften Tat überhaupt fähig ist? Sicher ist, er kann mit Stress nicht umgehen. Er reagiert mit unmäßiger Wut. Nein. Aber bisher richtet sich diese Aggression eher gegen sich selbst. Soll ich jemanden holen? Setz dich hin. Ich hole eine Kompresse. Was ist passiert? Was ist los? Ich wollte mit Toni zur Ärgertherapie. Ja und? Er ist entwischt. Was ist los? Toni ist weg. Was? Er ist abgehauen, er ist weg. Wir leiten eine Fahndung ein nach Toni Seidel. Und jetzt ist Hamm inzwischen mal wieder aufgetaucht? Ja, wo steckt denn der verdammt nochmal? Nein, das ist nicht egal. Was machst du denn hier? Ich wollte zu dem Autisten. Zu dem Seidel, mit dem reden. Ist abgehauen, oder? Na ja, gut, dann. Können wir auch gehen.
Anselma Perstotter meinte, Toni braucht vor allem Sicherheit. Und wo fühlt man sich am allersichersten auf der Welt? Bei der Mutter. Wir stellen uns einfach vor sein Haus und warten, bis er nach Hause kommt. Bist du sicher, dass er sie hat? Chef sagen. Auf keinen Fall. Spinnst du? Ich schnapp mir diesen kleinen Scheißer und hol mir meine Waffe zurück und keiner hat was mitgekriegt. So geht es nicht. Wenn du sie nicht sagst, muss ich's tun. Vorsicht! Was war das? Katze. Ich weiß, ich habe die aus Versehen überfahren und wenn Sie ihr nicht helfen können, dann bin ich die nächsten 100 Jahre verdammt. Verstehen Sie das? Ich bin kein Tierarzt. Ja, aber wir sind doch alles Tiere. Haarlose, werkzeugbenutzende Säugetiere. Diese schwarzen Katzen verfolgen ihn wohl. Allerdings, ja. Und, habt ihr den Jungen gefunden? Hör zu, es ist wichtig. Toni Seidel ist sehr wahrscheinlich bewaffnet. Pistole. Erklärung gibt's später. Jana, warte. Ich hab noch was. Das Labor hat angerufen, wegen der Pille, die ich für dich eingeschickt habe. Das ist echt interessant. Sie besteht aus reinem Milchzucker. Keinerlei Wirkstoffe. Danke. Dr. Kirsch? Ja? Sie behandeln hier doch eigentlich alle vom Ort, richtig? Naja, mehr oder weniger. Sie haben ja auch keine Wahl. Hier auf dem Land herrscht Ärztemangel. Dann nehmen Sie sogar mit einem Alten wie mir vorlieb. Würden Sie einem Patienten Placebo geben, ohne sein Wissen? Jetzt lass den Mann noch mal seine Arbeit machen. Er muss sich konzentrieren. Es ist wichtig. Schon gut. Schon gut, schon gut. Schon gut. Ich trage es ja schon die ganze Zeit mit mir herum. Ich habe es Sarah Rosenfels auf dem Gewissen. Er kam zu mir. Dieser Ulrich Wolf wollte meine Hilfe. Ich sollte ihm Antiandrogene verschreiben. Das ist doch sowas wie eine chemische Kastration. Ja, müssen Sie sich mal vorstellen, wie verzweifelt er war. Ja, vollkommen wie nervenfertig. Und ich, der ich doch weiß, welche schlimmen Nebenwirkungen diese Medikamente haben. Ich dachte, wenn er glaubt, er bekommt etwas Wirksames von mir, dann wirkt es auch. Es war gewagt. Ich habe mich wohl geirrt. Das ist alles meine Schuld. Was ist mit der Katze? Die bewegt sich überhaupt nicht mehr. Tut mir leid. Wie? Sie haben ihr doch eine Spritze gegeben, aber... Narkotikum. Letale Dosis. Mehr konnten wir für dieses Tier nicht tun.
Ich wollte Ihnen nur helfen. Ja, hallo? Hallo, kommen Sie rein. Ist nur wegen denen da draußen, damit wir sicher sind. Bitte, kommen Sie doch hier gleich rechts. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Gerne, ja. Es klingelt ununterbrochen. Jemand hat unsere Telefonnummer im Internet veröffentlicht. Sie finden mich unter M wie Monster. Milch in Ordnung, ich hab nichts an. Danke. Sie waren dort. Am Tatort. Was, ne? Sie waren nie bei Sarah Rosenfels? Niemals? Niemals. Sie haben eine Tablette dort verloren. Ich habe sie gefunden. Direkt im Haus. Ja, so gut, ich war mal da. Ich sollte ein paar Reparaturen machen für ein kleines Taschengeld. Bin ich jetzt wegen Schwarzarbeit dran? Das war sehr nett von Sarah. Ich meine, sie war die Einzige, die freundlich war zu Ihnen. So wie Selma Perster da damals, die war auch sehr freundlich zu Ihnen, richtig? Warum waren Sie nur einmal bei Sarah? Meine Mutter, sie wollte es nicht. Warum? Sie wissen warum. Darum sind Sie also hier. Es ist ein Verhör, ja? Sie glauben auch, dass ich es war. Ich weiß es nicht. Ich will es aber wissen. Doch, doch. Sie haben die gleichen Vorurteile wie alle hier. Ich bin der perfekte Sündenbock. Am besten in den Knast und wegsperren. Einmal Monster, immer Monster. Nein, so denke ich nicht. Ach nein? Warum haben Sie dann so eine scheiß Angst vor mir? Jetzt muss ich Sie aber enttäuschen. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Unser Stromkabel. Entschuldigung. Die schikanieren uns in alle. Die kommen. Es tut mir leid. Es wäre besser, wenn Sie jetzt gehen, glaube ich. Ja. Entschuldigung. Lass das. Was mache ich denn? Du beobachtest die Frau. Mache ich doch gar nicht. Komm.
Du sollst dich von Frauen fernhalten, das weißt du doch. Ja. Sonst kommt der Teufel und flüstert dir wieder böse Worte ins Ohr. Das wollen wir doch nicht. Hast du deine Tabletten genommen? Die sind in der Küche. Und ich habe komplett überreagiert. Na und? Du hattest Angst. Ist doch normal. Mal ganz ehrlich, als Nachbarn hätte ich den auch nicht gern. Da hätte ich auch Angst. Und genau das denken alle und das ist das Problem. Hallo? Hallo? Suchen Sie was? Was ist denn los? Da war eine Frau in unserem Garten. Ja und? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Was für ein Gefühl? Ich kann auch nicht mehr schlafen. Ich muss los. Sie müssen sofort kommen, Ihre Frau. Um Gottes Willen. Sie müssen es der Polizei sagen. Sagen Sie es der Polizei, bitte. Wer war das? Hast du schon gehört? Dieser Perverse hat wieder zugeschlagen. Hat heute eine Frau vergewaltigt. Im Wald wird erzählt. Mann, Mann, Mann. Gibt's denn sowas, echt? Und da wundern sich die von der Polizei, wenn man selber aktiv wird. Tja, was lange gärt, wird endlich Wut. Dein Traum ist wahr, ich bin dir nahe, du bist bei mir, ich bin bei dir. Du bist fremd und gleichzeitig vertraut. Ja, die Kiste wurde für dich abgegeben. Von wem? Keine Ahnung. Habt ihr Toni Seidel gefunden? Nee, aber was noch viel schlimmer ist, Hamm habe ich auch nicht gefunden. Der ist weg.
Statt vorm Hause Wolf zu stehen, wie ich es angeordnet hatte, macht er jetzt Urlaub oder was? Filme. Schaust du da mal rein? Mhm. Ja, na. Weißt du irgendwas darüber? Bitte? Hamm. Weißt du irgendwas darüber? Und dann war sie weg. Gut, damit ist er raus. Arne, komm. Nix Arne. Hamm ist hiermit fürs Erste suspendiert. Falls er irgendwann mal wieder auftaucht, dann sag ich's aber gern persönlich. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh doch, Jessen. Nee, das meine ich nicht. Hier in der Kiste sind lauter Pornos. Aber keine normalen, illegale. Vergewaltigung, Folter. Das ist wirklich widerlich. Hier, ich muss mit Ihnen sprechen. Uferweg 23a. Ich fahr da noch hin. Frau Seidel. Guten Abend. Ich möchte gerne eine Aussage machen. Es geht um die Nacht, in der Sarah Rosenfels ermordet wurde. Jessen, hol doch mal einen Stuhl. Danke, ich kann stehen. Sie kommen. Ich war in der Kirche. Spät. So um 11. Mein Mann und ich, wir hatten furchtbar gestritten. Und ich wusste nicht, wohin. Und da war Licht. Und da war Ulrich Wolf. Was? Ja. Ulrich Wolf war da mit seiner Mutter. Aber warum sollen Sie das erst jetzt? Ich dachte, wenn Sie ihn festnehmen, wenn er weg ist, dann wird vielleicht endlich alles wieder gut. Um wie viel Uhr war das, sagen Sie? So um 11. Gut. Damit ist Wolfs Alibi endgültig bestätigt. Das Bild wurde um 23.08 Uhr aufgenommen. Wolf ist unschuldig. Wissen Sie, was mir gar nicht aus dem Kopf geht? Der Sarah getötet hat, der ist ja noch frei. Und keiner weiß, dass er es war. Das ist ja ein Mörder mitten unter uns. Komm raus, Wolf! Ich gehe da jetzt raus. Nein, das wirst du nicht tun. Doch, Mama, das hört aus uns nie auf. Komm raus, Wolf! Komm raus! Uli. Hast du es getan? Das hört aus uns nie auf. Dass du abhaust. Und zwar schnell, scheißegal wohin. Verpiss dich wohl! Wir wollen unser Dorf wieder haben! Wir wollen dich hier nicht mehr haben! Hau endlich nein. ab! Nein! 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 Wir wollen keine Ärger mit Ihnen. Sie haben ein Recht, hier zu leben, wie wir alle auch. Wir sind keine Unmenschen. Wir wollen nur reden. Vernünftig mit Ihnen reden. Gut, dann reden wir über Ihre Tochter.
Was ist mit meiner Tochter? Sie hat wohl sehr gelitten in jener Nacht. Sie hat bestimmt nach ihrem Papa geschrien. Aber Papa war nicht da. Niemand war da. Wir haben 12 Festnahmen, schwere Körperverletzung, Anstiftung zur Gewalt. Toni Seidel ist in U-Haft wegen versuchten Mord. Ulrich Wolf hat zum Glück keine ernsthaften Verletzungen, aber seine Mutter hat einen Schock erlitten. Hamm! Mir zu verschweigen, dass seine Dienstwaffe weg ist, das ist Arschloch. Ey, was ich dir sagen? Ehrlich? Ja, komm. Vor nach Hause, Jana. Du siehst müde aus. Schlaf dich mal aus. Ich kann nicht schlafen. Das ist ein Befehl. Und Jessen, du fährst auch nach Hause. Nee, ich kümmere mich jetzt erstmal darum. Was machst du? Ich fahr dahin. Eigentlich Kirsch. Wieland ist mein Mädchenname. Ich habe mich vor anderthalb Jahren von meinem Mann getrennt. Ja, der Arzt, Viktor Kirsch, richtig? Die Filme haben Sie von ihm? Ich wollte damit immer zur Polizei, aber naja, wegen unserem Sohn. Und dann habe ich das in der Zeitung gelesen, diese schreckliche Sache mit der Sarah. Es war richtig, dass Sie uns kontaktiert haben. Er war auch im Internet auf solchen Seiten. Ganze Foren gibt's da, die sich austauschen unter Pseudonymen. Wie war sein Pseudonym? Ich weiß nicht. Irgend so ein blöder Vogel. Auerhahn? Ja, er nannte sich der Auerhahn. Ah, wie Auerhahn.
Susanne, ich war blind. Die Hinweise auf Wolf kamen alle von Dr. Kirsch. Das Foto, er fotografiert sich mit Selbstauslöser in der Strumpfhosenmaske. Die Tablette, er legt sie hin, damit ich sie finde. Ja, Jessen hat mich gerade schon angerufen. Ich weiß Bescheid. Nein, Jana, du wartest jetzt. Ich rufe den Staatsanwalt an, besorge einen Durchsuchungsbeschluss. Was willst du nachschauen? Ja, wo bist du denn, Jana? Jana? Bitte lauf nicht weg. Gut. Fühl dich wie zu Hause, Rick. Ich mach ganz schnell. Das dauert nicht lange. Höchstens 2 Stunden. Ne? Beeil mich. Aufmachen, Polizei! Und gleichzeitig vertraut. Siehst du mich nicht, so wie ich dich hab 1000-mal dich angeschaut. 1000-mal. 1000-mal. Irgendwann reicht ihm Schauen nicht mehr. Er will sie haben. Chef? Ich habe Sarahs Tagebuch gefunden. Auch. Du Lichtgewitter. Der hat sie fotografiert. Sag mal, wo ist denn eigentlich Jana? Kommt schnell.
Messer runter. Stehen bleiben. Messer runter oder ich schieße. Habt ihr schon gehört? Ulrich Wolf ist in die Haftanstalt Schleswig zurückgegangen. Jetzt wohnt er da. Freiwillig. Und er hat gesagt, es wäre der einzige Ort, an dem er sich wirklich sicher fühlen kann.